habe eine Nachricht auf Couchsurfing bekommen und ich habe eine Übernachtung. Es ist Oktober. Es ist zu kalt zum Campen, zu teuer zum Buchen. Und ich kenne ab hier keine Leute mehr, glaube ich. Und übrigens habe ich immer noch kein Geld. Sobald die 250 Franken ausgegeben waren, war ich durch. Ich habe ja meine Karten sperren lassen. Was ist die Lösung? Unterkünfte sind in Bern leider nicht bezahlbar. Jetzt habe ich mal Couchsurfing ausprobiert. Also zumindest in der App ein paar Leute angefragt. Bisher ohne Erfolg. Aber dazu später mehr. Ich habe mir in Zürich schon die Strecke ab Bern angeschaut und dabei gemerkt, ich fahre von Trubschachen über Bern irgendwo hierhin nach Port. Moment, Port? Port? Meinte mein Arbeitskollege Luca nicht letztens, er wäre aus Port? Also wir kannten uns noch nicht so lange, aber einfach zu sagen, hey, witzige Geschichte, ich war gerade mit dem Fahrrad durch die Schweiz, kann ich bei dir pennen und ich habe kein Geld, also könntest du einen Brief von meinen Eltern mit einer Bankkarte drin annehmen, das wäre cool. Das könnte klappen. Und es klappt. Also, ohne Witz jetzt. Es hat tatsächlich genau so funktioniert. Gut, dann wäre das auch erledigt. Dann sehe ich mir mal Bern an. Du hast eine Fliege am Auge. Da. Andere Seite. Jetzt ist sie im Auge. Ja, nochmal. Ja. Jetzt ist sie wieder im Auge. Noch einmal blinzeln. Ja, jetzt hast du. Jetzt hast du. Ja, na gut. Also, ich muss weiter. Nach einem wunderschönen Abend mit Luca und seiner Familie hole ich mir meinen Brief ab und starte in den nächsten Tag. Aber wie ist das jetzt mit Couchsurfing? Vorgestern habe ich meine erste Übernachtung gefunden. Boah, es ist so krass, was so eine Stimmungsschwankung ausmacht. Ich bin heute losgefahren, es war so arschkalt und Wind und ich dachte mir so, oh Gott, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Und dann hat sich wettertechnisch eigentlich gar nichts geändert, aber ich habe eine Nachricht auf Couchsurfing bekommen und ich habe eine Übernachtung für übermorgen in Yverdon-les-Bains. Das ist südlich vom See. Genau, Raphael, so ein See. Also ich fahre von Port über den Neuenburger See bzw. Lac de Neuchâtel in den französischen Teil der Schweiz nach Yverdon-les-Bains, wo ich bei meinem ersten Couchsurfing-Kontakt übernachten werde. Genau, da kann ich übernachten und das hat mich so glücklich gemacht, dass mir jetzt das Wetter und alles irgendwie scheißegal ist. Noch dazu kommt jetzt auch die Sonne raus. Also geht aufwärts. Aber Couchsurfing, was ist das? Couchsurfing ist eine App, über die Mitglieder Gastgeberdienste vermitteln. Dabei ist alles dabei von ich lade dich auf einen Kaffee ein, bis hin zu du kannst eine Woche auf meiner Couch schlafen. Um die Vertrauenswürdigkeit besser einschätzen zu können, gibt es umfassende Nutzerprofile. Ah, also sowas wie Airbnb, werden sich viele denken. Nein, das Ganze ist komplett kostenlos. What? Ja, richtig gehört. 20 Kilometer bin ich in Yverdon-les-Bains und da habe ich eine Couch.
und wie meine erste Erfahrung war, erfahrt ihr beim nächsten Mal.